Sehr viele der Pferde, die zu mir ins Training als Problempferde gebracht werden, haben in erster Linie keine Probleme mit dem Reiter, sondern eigentlich mehr Probleme mit dem Sattel. Sehr viele Sättel sind zu eng, zu groß, tauchen zu weit an der Schulter ein und verursachen hier schmerzhafte Druckpunkte, gegen die sich das Pferd wehrt. Auf den ersten Blick könnte man sagen, dieser Reining-Sattel passt. Bei näherem Hinsehen bemerkt man allerdings, dass er in der Schulter zu weit geschnitten ist und dadurch bei Belastung nach unten wegsackt. Dies führt zu Druckpunkten hinter dem Schulterblatt, was zu schmerzhaften Reaktionen des Pferdes führen kann. Dieser Cutting-Sattel ist etwas enger geschnitten. Aus diesem Grund kann er nicht so tief eintauchen. Bei genauerem Hinsehen werden wir allerdings feststellen, dass er zwar auf der Schulter aufliegt, jedoch in der Mitte Luft birgt. Ich kann hier mit der kompletten Hand unter den Sattel greifen. Dies bedeutet, wir haben zwei Druckpunkte, den einen hier, den anderen hier hinten. Wir bilden eine Brücke über den Rücken. Das Pferd könnte diese Brücke ausgleichen, indem es den Rücken hebt. Wir bemerken, die Schulter wird freier. Oh. Die Schulter wird freier, der Sattel liegt frei. Durch die beiden Druckpunkte wird das Pferd allerdings daran gehindert, da es den Rücken dem Schmerz weichen lässt. Da sich Jungpferde im Laufe der Entwicklung körperlich sehr verändern, mehr Muskulatur, weniger Muskulatur, in der Weidesaison etwas mehr Speck ansetzen als im Winter, ist natürlich auch die Form des Rückens unterschiedlich. Ich rate meinen Kunden zum Kauf eines Medi-Cheval-Pads, da diese Pads sehr flexibel und variabel sind. Bei Problemen mit der Sattelform öffne ich das Pad, nehme die Einlage heraus, die aus einem einfachen Streifen besteht. Dieser Streifen kann von mir nun durch zusätzliche Einlagen entweder an der Schulter aufgepolstert werden, in welcher Stärke es auch immer nötig ist, als auch mittig verwendet werden für Sättel mit den beiden Druckpunkten. Das Medi-Cheval-Pad ohne Aufpolsterung hat die gleiche Funktion wie ein normales Pad. Der Sattel, der sehr weit geschnitten war, taucht auch bei diesem Pad ohne Polsterung sehr weit in der Schulter ein, verursacht seine Druckpunkte. Dieses Pad wurde nun für den Reining-Sattel aufgepolstert an der Schulter. Ich lege den Sattel auf und wir sehen, das Eintauchen wird verhindert durch mehr Schultermasse. Auch beim Cutting-Sattel, das Medi-Cheval ohne Einlagen, gleiches Problem. Der Sattel liegt vorne auf, liegt hinten auf und unter dem Sitz des Reiters habe ich Luft. Das Medi-Cheval-Pad aufgepolstert für den Cutting-Sattel. Die Polster befinden sich in diesem Bereich. Man sieht, auch unter Druck, unter Belastung, frei, frei, besetzt. Wir sehen hier ein Schweißbild, wie es nicht sein sollte. Wir haben hier nasse Stellen und hier eine trockene Stelle. Dies heißt, der Sattel tauchte zu weit ein und verursachte hier Druck. Diese Stelle ist trocken, das Haar bewegt sich, diese Stelle ist klatschnass.